Warum wird er einfach wiederbelebt? Der ist ja wirklich so eine Art Voldemort geworden. Hat seine Seele aufgesplittert in mehrere Teile. Irgendwie sowas. Ich bin noch nicht bereit. Nein. Niemals. Mach ich nicht. Irgendwann werdet ihr aufgeben, alter Mann. Das tut mir immer. Ja. Jetzt habe ich dich. Dieser Gestank. Unnatürlich. Er war Totenbeschwörer am Werk. Wo hat er diese Macht gefunden? Von Ragnar vielleicht. Oder Lilith halt. Hier sieht voll widerlich aus. Huschende Monstrosität. Sieht aus wie irgend so eine Chimäre aus, keine Ahnung, verschiedenen Monstern und Menschenteilen. Nichts ändern. Es ist zu spät, das zu beenden, was Lilith begonnen hat. Wir holen es dann später nochmal an. Das könnt ihr doch besser, oder? Zeit. Ich brauche Zeit.
habe ich schon. Wird jedes Mal ein bisschen stärker. Die Mutter setzte sich mit mir ans Feuer und öffnete meinen Geist für geheimes Wissen. Sie lehrte mich die wahren Namen aller Dämonen, mit denen man sie beherrschen kann. Einst waren wir die Lämmer und Dämonen die Wölfe. Aber das ist vorbei. Wir, die Schwachen, werden an Stärke gewinnen. Wir, die Auserwählten, werden zu Wölfen werden. Hier ist es. Das verborgene Auge. Meshif kann uns dabei helfen, das Artefakt weit weg von diesem Ort zu bringen. Aber wir müssen uns beeilen, bevor Elias zurückkehrt. Diese Öffnung dort ist unsere beste Fluchtmöglichkeit. Dann lauf mal. Bevor der wieder auftaucht. Wird ganz schön gefährlich für den Mailschiff, das wegzuschaffen. Die werden ihn doch bestimmt verfolgen. Drückt hier zu. Wir müssen die Blutung stoppen. Was? Was? Ich habe wohl im Alter nachgelassen, was, Deckard? Was ist passiert? Nein. Hey, da seid ihr. Habt ihr den Zauberer getötet? Nicht reden. Der Sturm lässt nach. Wir bringen euch hier weg. Oh, zu schade. Ich hab meinen erwischt, nur zu spät. Der Teufel hat mir in den Rücken gestochen. Aufgespießt wie eine Stachelratte. So kann's gehen. Was, Deckard? Ei. So kann es gehen. Mischief. Sie werden kommen. Ich nehme das verborgene Auge. Wir brauchen einen sicheren Ort, um es zu untersuchen, um es gegen sie zu verwenden. Wir treffen uns in der Wüstenkapelle. Los! Und jetzt wird noch die Thaisa zu Andaria und dann ist alles im Arsch. Geht's jetzt wieder, ja? Ich muss eventuell mal kurz das Spiel neu starten. Ne, jetzt geht's wieder, oder? Die Grafikkarte ist voll am Rattern. Ihr habt's vielleicht gesehen, in der Videosequenz hat's gestockt. Ja, meine Webcam hat auch übelst geruckelt. Es kann sein, dass wenn das Spiel zu lange läuft, dass dann vielleicht irgendwie was sich ansammelt und es irgendwie nicht ordentlich geklärt wird. Wir gucken uns jetzt noch das Ding hier an. Ach, wir sind gerade bei 10 Minuten. Ich kann jetzt auch nicht eine neue Folge setzen. Ist doch blöd. Ich starte mal ganz fix das Spiel mal. Muss jetzt mal sein. Geht das schnell.
Gut. Ich sehe das gerade. Was? Im Launcher, ne? Von Battle.net, der Battle.net Launcher. Da steht, Diablo 4 erscheint in 53 Stunden, 6 Minuten, 14 Sekunden. Es erscheint erst in 53 Stunden. Ja, ne? Für die, die halt nicht vorbestellt haben. Beziehungsweise, man musste ja auch irgendeine Mega Ultimate Edition oder sonst was vorbestellen. Was ich mir dabei gedacht habe, nur wegen 4 Tage. Nur wegen Early Access. Naja. Was ist jetzt passiert? Drückt hier zu. Wir müssen die Blutung stoppen. Kommt. Ich habe wohl im Alter nachgelassen, was Deckert? Nein. Hey. Diesmal leckt's nicht. Da seid ihr. Aber wir skippen das jetzt mal, wir kennen das ja. Habt ihr den Zauberer getötet? Nicht reden. Der Sturm lässt. Es sammelt sich wirklich irgendwas an, was da nicht richtig geklärt wird. Irgendwas im Cache. So, ich habe Neuigkeiten über Elias. Habt ihr ihn getötet? Naja, fast. Mehr als einmal sogar. Er bleibt nur leider nie tot. Er ist mächtiger, als ich dachte. Ich habe ihn unterschätzt. Ich auch. Aber zumindest konnten wir ihm etwas Wichtiges entreißen. Das verborgene Auge. Ich glaube, damit konnte er aus der Ferne mit Lilith kommunizieren. Ein mächtiges Stück Magie. Und gefährlich. Vielleicht können wir es zu unserem Vorteil nutzen. Gebt mir etwas Zeit, es zu studieren. Die großen Übel formten sich neu. Die Hölle war im Anmarsch. Aber Elias war die Antwort auf niemandes Gebet. Will man über jemanden urteilen, sollte man ihn an seinen Taten messen, nicht an seinen Worten. Ganz einfach. Elias predigte davon, die Welt zu retten, während er auf einem Berg von Leichen stand. Und dann war da der Wanderer. All das, was Elias nicht war. Befleckt von Liliths Blut und doch in der Lage, ihrer Verderbnis zu widerstehen. Dies konnte ich an seinen Taten erkennen. Und dies war der Moment, an dem ich wirklich zu glauben anfing, dass wir das Böse gemeinsam aufhalten könnten. Ich meine, ich habe aber auch ganz schön viele Leute umgebracht. Kult muss es grausam gewesen sein. Nicht grausamer als der Rest von Sanctuarius Schattenseite. Akt 3 abgeschlossen. Nice. Bewältigungsschaden. Naja. Jetzt können wir wahrscheinlich die Pferdequest irgendwo machen. Glaube ich. Fühlt ihr euch besser? Ich kann Andariels Geflüster meist aussperren, aber nicht immer. Besser ein Flüstern, als dass sie die Welt erneut beschreitet. Andariel ist Teil des Plans von Lilith und Elias. Aber wie? Was wissen wir bisher? Lilith ging einen Pakt mit Astaroth ein.
Ein Dämon, der ihrem Vater diente. Interessante Wahl eines Verbündeten. Und sie hat einen Schlüssel zur Hölle. Dort wird sie als Verräterin angesehen. Warum sollte sie also hingehen? Vielleicht will sie jemanden herholen. Ist sie bereits dort? Vielleicht will sie gar nicht zur Hölle, sie will jemanden hierher bringen. Elias hat das verborgene Auge benutzt, um mit Lilith zu sprechen. Vielleicht kann es uns helfen. Oder sie will Inarius wieder in die Hölle bringen. Inarius wurde doch in der Hölle eingesperrt und ist von da geflüchtet. Vielleicht will sie Inarius da wieder hinbringen. Es ist riskant, doch uns bleibt keine Wahl. Wenn ihr bereit seid, stellt euch Lilith vor und blickt in das Auge. Die Essenz meines Vaters formt sich neu. Woher wisst ihr das? Ich spüre es, als würden sich tausende alte Wunden öffnen. Er ist noch schwach, verletzlich. Ich muss schnell handeln, bevor er sich widersetzt. Will ihn umbringen? Saugt seine Kraft in euch auf. Die anderen Fürsten werden... Was ist passiert? Will die großen Übel aufsaugen. Sah mich. Sie weiß, dass wir nach ihr suchen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unsere Verfolgung aufnimmt. Nicht unbedingt. Wie meint ihr das? Mephisto formt sich neu. Lilith will sich seine Kräfte einverleiben, solange er noch geschwächt ist. Darauf habt ihr euch also vorbereitet? Gut, alter Mann. Denk nach. Denk nach! Wenn sie sich Mephistos Macht aneignet, wird sie selbst zum großen Übel werden. Dann kann sie die Hölle erobern. Und Sanctuario ebenfalls. Ich habe eine Idee, wie man sie aufhalten kann. Wir müssen quasi Mephisto retten. Aber damit das funktioniert, brauchen wir die Hilfe eines alten Verbündeten. Überbringt Donan diese Nachricht. Er wird in Kiowaschat Rat gesucht haben. Wir müssen Mephisto den Arsch retten. Ja, schon irgendwie absurd, oder? Woher stammt das verborgene Auge? Dieses Relikt stammt aus einer Zeit, als die Welt noch jung war. Viele Jahre lang wurde es von einem Jägerinnenorden namens Schwestern des verborgenen Auges bewacht. Ich weiß nicht, wie sie es verloren haben, aber die Schwestern sollen nicht mehr so stark sein wie einst. Ihr Wissen wurde an andere weitergegeben. Doch die meisten Jägerinnen, die man heutzutage antrifft, sind keine wahren Mitglieder des Ordens. Ja, ich habe die Habanero Lime gefunden. Der Stefan war der, der mir vor mehreren Wochen das erste Mal davon erzählt hat, dass es eine neue Geschmackssorte gibt. Das wusste ich gar nicht. Und die konnte ich aber bis heute nirgendwo finden. Und ich habe es ja in einem Video heute, ich habe es heute im Stream schon mal erzählt, in irgendeinem Video davor. Ich war heute einkaufen im Asialaden, weil dort immer am ersten Samstag des Monats 10% Rabatt ist. Und da habe ich die endlich entdeckt. Da habe ich mir nochmal ein Backup-Pack von den Triple Spice geholt, weil meine langsam zu Ende gehen. Und natürlich. Die Habanero Lime. Ich freue mich.
Am Freitag machen wir dann die Challenge. Was habt ihr in dem Brief geschrieben? Der Beginn eines Plans, um Lilith aufzuhalten. Eines ist sicher, wir brauchen einen Seelenstein. Und das heißt, wir brauchen Donen. Wenn ihr den Brief überbringt, wird er es verstehen. Sollen wir Astaroth aus seinen Stein befreien? Und dann den leeren Stein benutzen? Könnte es Sanctuario helfen, wenn Lilith Mephisto in sich aufnimmt? Es wäre ein herber Schlag gegen die Hölle, so viel ist sicher. Aber wäre das wirklich zu unserem Vorteil, wie sie behauptet? All ihr Handeln ist von Hass getrieben. Das liegt in ihrer Natur und das wird sie nie ändern können. Curry auf jeden Fall. Curry ist super lecker. Ihr sagt also, ihre Pläne würden über den Schutz der Menschheit hinausgehen. Ich sage, dass man das unmöglich wissen kann. Sie kann in unsere Herzen sehen und sagen, was wir hören wollen. Ihr habt das bei Donen, Elias und den anderen gesehen. Ihr zu vertrauen würde bedeuten, das Schicksal der Menschheit aufs Spiel zu setzen. Ein solches Risiko gehe ich nicht ein. Warst du gestern beim Challenge-Stream dabei? Ich glaube ja, oder? Hast du gesehen, ne? Hat mir der Mark geschickt. Und das T-Shirt. Hast du auch gesehen, oder? Ich zeig's nochmal kurz. Es passt sogar. Ich hatte Angst, dass es zu klein ist. Aber es passt wunderbar. Ja. Also nochmal danke an Mark. Echt der Hammer. Was wisst ihr über Andariel? Mehr als mir lieb ist. Ihr Schmerz ist vorzeitlich. Unaussprechlich. Sie war einst Teil von etwas Größerem. Sie will nicht, dass ich darüber nachdenke. So, jetzt sollen wir zu Donan. Ich glaube, wir bekommen endlich unser Pferd. Das wäre der Hammer. Und vielleicht schaffen wir es heute noch, die Story abzuschließen. Das wäre auch super. Dann könnte ich mich morgen auf die Nebenquests konzentrieren. Und danach dann so langsam die Dungeons, die Festungen, die Lilith-Statuen. Ach, es gibt noch so viel zu tun. Vater Inarius, segnet das Kind, das in meinem Bauch wächst. Beschützt es in eurem Licht. Ich glaube, den Vater Inarius juckt das gar nicht. Mein Bruder sagte mir, dass ihr eure Augen in der Gegenwart des Vaters abwenden müsst, sonst blendet euch sein Licht. Deshalb tragen die Ritter Helme. Okay, genau deshalb. Nicht wegen der Werwölfe und so. Alle einfach übergangen. Was ist denn das? Gläubige Büßer. Eine Prophezeiung wurde mir offenbart, die von einer glorreichen Zukunft spricht. Ich hab auch Flügel. Tränen aus Blut regneten auf ein Wüstenjuwel. Und der Weg zur Hölle wurde entzweigerissen. Dann kam ein Speer aus Licht und durchschlug das Herz des Hasses. Und er, der gefesselt war, wurde befreit. Ich hab auch Flügel. Ihr alle habt Gerüchte über die Dämonin Lilith gehört.
Es ist mein Speer, der ihr Herz durchbohren wird. Wir werden die Ketten abwerfen, die uns an diese Welt fesseln. Und auf meinen Flügeln werde ich uns alle in den Himmel heben. Ich glaube ihm nicht. Ihr sagt, Viggo befände sich in guten Händen. Stimmt ja, Viggo hat sich ja für uns geopfert. Er ist tot. Dann ist seine Buße vollendet. Ich wusste, dass er den Mut dazu hat. Das ist, was er wollte. Jetzt ist er geläutert. Frei von seinen Sünden. Genau, deshalb vertraue ich diesen Kirchenfanatikern nicht. Alle Spinner. Beide Seiten. Lilith und Inarius. Beide Seiten. Abgefuckt. Inarius hat Radma getötet. Seinen eigenen Sohn. Wer seid ihr, dass ihr über seinen göttlichen Willen urteilt? Mord ist eine Sünde, die von Menschen begangen wird. Nicht von demjenigen, der die Welt erschaffen und eurem Volk Leben eingehaucht hat. Ich bin der, der dem Inarius gleich einen Speer in den Arsch rammt. Kann aber nicht wahr sein. Und warum hat Inarius Donen abgewiesen? Es gibt Zeiten zum Handeln. Und Zeiten zum Beten. Und Nachdenken. Das muss Donen selbst lernen. Und wenn er das tut, darf er in der kommenden Schlacht an der Seite des Vaters stehen. Scheiß Vater. Echt widerlicher Typ. Hey, Joseph, mein Broseph! Die Prophezeiung der Kathedrale stammt von Radma. Er war nur ein Bote, dazu bestimmt, das Wort weiterzutragen. Nur Inarius war weise genug, die wahre Bedeutung der Prophezeiung zu deuten. Radma kennt die wahre Bedeutung und hat gesagt, dass Inarius nicht der Retter ist. Gläubige Büßer, eine Prophezeiung wurde mir offenbar. Ich habe einen Brief für euch. Ich hoffe zur Abwechslung mal gute Neuigkeiten. Das ist von Lorat. Wunderbar. So lese ich auch immer. Lilith. In die Hölle. Was? Ist das sein Ernst? Was steht da? Er hat es euch nicht gesagt. Nein, natürlich nicht. Das würde ein gewisses Maß an Rücksicht erfordern. Er ist in unserer Geheimschrift verfasst. Er hat einen Plan geschickt, falls man das so nennen kann. Er will Lilith mit meinem Seelenstein einsperren, der, in dem auch Astaroth gefangen war. Kann das funktionieren? Auf keinen Fall. Der Stein muss zuerst eingestimmt werden. Und dafür benötigt man einen Experten. Lorat hält euch für diesen Experten. Dann ist er noch ein größerer Narr, als ich dachte. Geht zum horadrischen Gewölbe, ja? Ich suche euch zusammen, was er braucht. Ihr könnt es überbringen. Und dann lässt er mich vielleicht in Ruhe. Moment. Hat Lorat euch sein Pferd für diese Reise angeboten? Nein? Wartet. Wie komme ich darauf? Natürlich nicht. Ich bin ein alter Freund des Stallmeisters der Stadt. Sagt ihm, ich hätte euch geschickt. Ja. Gibt er euch ein Ross. Wir kriegen endlich unser Pferd. Seid ihr gekommen, um Inarius zu sehen? Als ob es etwas gebracht hätte. Nach Skosglen hoffte ich, er hätte etwas für mich. Vergebung, Führung, irgendetwas. Er sprach von der Prophezeiung, von seiner Kampagne gegen Lilith. Ich bot meine Hilfe an, aber er sagte nur, es nützt einem General ein gebrochener Soldat. Inarius ist ein Arschloch, sag ich doch.
Stand in dem Brief etwas, das euch erzürnt hat? Es geht nicht darum, was darin stand, sondern was nicht darin stand. Er hatte nicht einmal den Anstand zu erwähnen. Ach, ist jetzt auch egal. Ja, er ist vom Berg herabgestiegen, doch er ist immer noch derselbe Mann, der vor dem Aufstieg war. Okay. Holen wir uns jetzt mal unser Pferd. Unser Schlachtross. Ja. 2 Tage lang versuche ich es schon zu bekommen. Ich hätte bloß die Story gezielter durchspielen müssen. Also, wenn ihr das Spiel euch holt und ihr wollt das Pferd so früh wie möglich haben, ignoriert die Sidequests. Jagt die Mainquest durch. Ich habe mit Donen ich bin mit Donen befreundet. Er sagte, ihr könntet mir ein Pferd geben. Donen, ein wahrlich guter Mann. Ein Verfechter des Glaubens. Nicht wie der alte Kauz, mit dem ihr vorher unterwegs wart. Wie hieß er noch gleich? Lorfam? Murat? Ach, auch egal. Ich weiß, dass Donen jüngst schwere Zeiten erlebt hat. Also, helfe ich gern aus. Wo immer ich kann. Nehmt eines meiner Rösser. Gratis. Ja, Reittiere. Reittiere können bei einem Stallmeister erworben oder in Sanctuario gefunden werden. Man kann die auch einfach so finden? Okay. Sobald ihr ein Reittier habt, ist es für alle Charaktere eures Accounts verfügbar. Sobald ihr ein Reittier habt, könnt ihr es mit Z rufen. Betätigt auf eurem Reittier Leerzeichen für einen Geschwindigkeitsschub, der euch Gegner passieren lässt. Euer Reittier kann Angst bekommen, wenn zu viele Monster in der Nähe sind. Wenn die Leiste vollständig gefüllt ist, werdet ihr abgeworfen. Ihr könnt das gerufene Reittier auswählen und seine Ausrüstung beim Stallmeister anpassen. Machen wir. Wir haben ja durch die Beta schon ein bisschen was freigeschaltet. Wir haben Ross, die alte Nell. Das ist wahrscheinlich jetzt, was wir jetzt bekommen haben. Durchs Vorbestellen haben wir Pferd der Kathedrale des Lichts. Und durch die Beta haben wir Versuchung. Und als Rüstung haben wir von der Beta ein schönes Einhorn. Und durchs Vorbestellen so ein Sonnending. Ich würde das Einhorn nehmen. Sieht geil aus. Ja. Stabiler Sattel. Kosten 2,4 Millionen? Benutzt diesen Gegenstand, um ein neues kosmetisches Aussehen für euer Reittier hinzuzufügen. 2,4 Millionen. Junge, Junge, Junge. Und hier kann man noch andere Pferde kaufen. Graues Ross, scheckiges Ross. Okay. Kauf einfach alle, oder? Hihihi. Alter, die 2,4 Millionen sind schon krass. Ja! Endlich das Pferd. Super. Betretet das horadrische Gewölbe im Mistralwald. Da waren wir doch schon einmal, ne? Da müssen wir jetzt wahrscheinlich in die andere Tür reingehen. Waren ja 2 Türen.
gucken. Nichts. Ein guter Handel. Am Okkultisten können wir gleich mal die Waffe zerlegen, beziehungsweise extrahieren. Und dann geht's direkt weiter mit der Story. Ich denke, wenn der vierte Akt ist meistens relativ kurz. Ich weiß nicht warum. Bei Diablo 2 war es damals, weil sie einfach keine Zeit mehr hatten. Die Deadline hat quasi dafür gesorgt. Aber ich glaube, in einem dritten Teil war der vierte Akt auch relativ kurz. Mal schauen. Vielleicht schaffen wir den heute noch. Da ist ein gutes Stück übrig. Wäre cool, wenn wir es heute noch durchschaffen. Und das junge Mädchen muss ja noch irgendwie eine Rolle spielen. Die Tochter von der, die Lilith geholfen hat. Nerell? Nerell? Irgendwie so hieß die Tochter, glaube ich. Lorax hat ja gesagt, sie würde noch irgendwie wichtig werden. Boah, ist das geil, oder? Wie der hier durchjagt. Er hat sogar noch einen Skill, sehe ich gerade. Kann ich das absteigen? Ich bin noch nicht bereit. Mist. Da war noch ein Skill. Den müssen wir uns auch noch mal irgendwie angucken.